Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness und selbstverständlich seid nicht nur ihr hier dabei, sondern auch live die Leute auf Twitch. Und wir gehen einfach mal weiter. Das erste Kraftfeld haben wir platt gemacht. Gucken wir mal weiter. So, erstmal schauen, ob ich im richtigen Gang bin. Jawohl, ich bin im richtigen Gang. Und dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt nicht... Ja, da kommt jetzt einer... Hoffen wir mal, dass der hier wohl. Genau das hatte ich gehofft. Dass der hier. So. Einmal das Kukri nehmen, um den Finalschlag machen zu können. Dass der jetzt selbst von der Falle geplättet wird. So, dann nehmen wir wieder die Fackel, damit wir die Bodenplatten besser sehen können. Die Falle auslösen. Siehst du, das sind sie auch. Auf der Seite. Schon. Der hier jetzt kommt. Ich nehme schon mal vorsorglich meinen Kukri. Bei der eigentlich ja, naja, ja, ja, der plättet sich auch selbst, sehr fein. Tut er nicht. Dann muss ich wieder noch reinstoßen. So, Problem gelöst. Finalschlag. So, und weiter geht's. Ah, der hat aber gleich zwei von der Sorte aktiviert. Okay, gut zu wissen. So, und da sind wir auch schon durch. Okay, hier ist eine Statue. Im Schutz der Schatten wacht eine Statue über den Raum. Die Handgelenke und der Hals sind mit Spuren von Gold bedeckt. Hier fehlt anscheinend das Geschmeide der Statue. Das ist eine andere Statue, hier waren wir schließlich noch nicht, aber Gold, wir haben einen Goldarmreif. Einmal dran damit. So, dann schauen wir doch mal weiter. Hier ist wieder eine Platte. Da ist auch der Zombie dazu. Natürlich muss er hier das Giftgas aktivieren für uns. Naja. Egal. Das kriegen wir schon hin, sobald das Giftgas weg ist. Blut von der Wand runter. Sobald das Giftgas weg ist, kriegen wir den schon wieder geheilt. Würde ich sagen. Oder sobald wir im nächsten Raum sind. Hier kommt erst noch ein Zombie. Das sind rote Zombies. Die können wir nicht einfach mit dem Dienst platt machen. Aber wir können hier die Köpfe abschlagen. Dann haben sie schon mal die Luft. Ich hätte natürlich auch einfach woanders hingehen können. Mache ich jetzt auch und heile mich erstmal. So, jetzt sind wir etwas geheilt. Und dann können wir hier den da machen. Der hat seinen Kopf wieder gekriegt, also nochmal. Ja, wir haben zwar jetzt ein paar Mal gegen die Wand gehauen, aber das ist okay. So, Finalschlag und den anderen auch noch. Ach, ich vergesse immer, dass man die auf den Händen angreifen kann. So, da hatten die mal Arme. Keine Arme, keine Kekse. Und da sieht man ganz gut unsere Mana-Energie hier. Und unser Mana war wieder aufgeladen. So, Aufhebung in roter Form. Die roten Zombies sollten wahrscheinlich auch ein Hinweis sein. So, jetzt ist dieses Kraftfeld weg. Und das zweite ist verschwunden. Und jetzt sehen wir, es ist nur noch ein Chaturga-Rune übrig, die wahrscheinlich im letzten der vier Räume zu finden ist. Ich gehe jetzt mal her und trinke erstmal einen Schluck. Und ihr solltet euch was zu trinken holen. Und ja, wenn ihr das auf YouTube guckt, eben schnell das Video pausieren auf Twitch. Beeilung, würde ich sagen. Immer genug trinken. Das ist ganz wichtig. Ich lasse die Flasche gleich offen. So. So, da kamen wir also jetzt hoffentlich links raus, aber ich kann ja gleich nochmal auf die Karte gucken. Ah, natürlich. Ja, ganz viel Gurks im Wasser. Ah ja, hier können wir nicht drum rum. Wir treten hier auf jeden Fall drauf. Aber es passiert... Ah ja, doch, hier in der Entfernung höre ich es. Da kommt auch nochmal Giftgas. Das zerrt an unseren Kräften. Egal, das sitzen wir aus. Grüne Zombies heißt, wir können
können die Fackel nehmen. So, kann ich jetzt schon den Finalschlag machen? Ja. Und wir können auch zaubern, das heißt, das Giftgas ist weg. So viel zu dem Thema. Gleich volle Pulle. Da ist das Riesenteil. Hier ist eine Lücke. Okay, da ist nichts. Ach gut, das ist wahrscheinlich zum Ausweichen gedacht. Dann machen wir das mal so. Und schleichen uns hier durch. Und hier ist wieder eins, was wir nicht ausweichen können. Es sieht so aus, als wenn das... Das ist das Giftgas, was wir eben hatten. Okay. Gut. Hier können wir noch dran vorbei. So, auch da dreht sich die Kamera mit. Hier ist links nichts. Sehr schön. Und dann haben wir hier das. Und jetzt sind wir im letzten Feld. Jetzt würde ich erwarten, einen blauen Gegner zu sehen. Und das habe ich auch. So, wir wissen ja bei denen, am besten ist es von hinten anzugreifen. Also lassen wir den erstmal hier rankommen ein Stück. So dass wir um ihn her. Ja, ich bin in das Kraftfeld gerannt. Depp. Interessanterweise macht das Ding gar nichts aus. Ich will um, danke schön. Einmal. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Ich habe das Schwert wahrscheinlich nicht in der Hand. Das ist jetzt verdammt ärgerlich, weil ich natürlich nicht gespeichert habe zwischendrin. Aber. Solange ich den platt kriege, was ich soeben getan habe. Naja, ich suche mal geschehen, das ist immer Pillepalle. Jetzt schleppt er sich hier so durch die Gegend. Erstmal den Finalschlag, damit er nicht verrückt wird. Jetzt schleppt er sich hier durch die Gegend, aber ganz ehrlich, wir laufen hier jetzt einfach im Kreis. So, rennen. Einfach im Kreis. So, hey, da hinten ist was. Das Problem ist, wenn ich stehen bleibe, um das anzugucken. Da ist wieder so eine Spinnenwebe. Erstmal an, wenn ich stehen bleibe, lädt sich natürlich die magische Energie nicht auf, aber das ist eben, das ist quasi der Grinding-Aspekt hier. Eine schmutzverkrustete Halskette. Okay. Und wir hören unseren Herzschlag, weil wir so sehr verletzt sind. Aber solange ich nicht in das Kraftfeld laufe, sollte das alles kein großes Problem sein. Entschuldigung, das war wieder das Gurks aus dem Wasser, was ich getrunken habe. Ich trinke momentan Kaufwasser. So. Dann probieren wir das gleich nochmal. Nein, das reicht noch nicht aus. Aber wir sind schon schneller. Übrigens geht das heute einfach und weit. Einfach so im Kreis auf der Stelle laufen. Das ist das Grinding, um magische Energie aufzuladen. So. Nächstes Wochenende werde ich übrigens nicht streamen, denn da werde ich endlich mal wieder Pen and Paper Rollen spielen. Ich meistere nämlich eine DSA-Runde. So. Sieht man es mal, da haben wir das alles wieder aufgeladen. Und da bin ich tatsächlich jetzt einfach mal so ganz dreist. Schließlich noch weiter Energie sammeln. Ich muss ja das Ding noch. Ich meistere also eine DSA-Runde. Spiele dort gerade, ich habe mir extra das alte Buch, das große Donnersturmrennen gekauft. Hatte im Kopf, das gelesen zu haben früher mal und unbedingt spielen zu wollen, weil es so total geil war. Und bin ein wenig enttäuscht, weil ich, entweder habe ich ein anderes Abenteuer gelesen. So, ja, ich will voll heilen und dann, dass ich dann speichern kann. Oh, noch eine Runde. Dass ich da ziemlich viel gelesen habe und das sei ziemlich ausgearbeitet gewesen und was man da alles an Sachen erlebt und Sachen trifft. Und irgendwie ist das scheinbar in irgendeiner neueren Version so, weil in der alten Version, die ich als PDF bei Ulysses Spiele gekauft habe, ist es tatsächlich so, dass da so gut wie nichts ausgearbeitet ist und man sich alles ausdenken muss. Sprich, es ist eigentlich nur das Rennen selbst da und die ganzen Sachen, die dort passieren, irgendwelche Intrigen und so weiter, sind tatsächlich nicht schon im Buch vorgegeben. Und ich bin mir sicher, die waren vorgegeben.
Bisschen enttäuschend, naja, gut. Muss aber sagen, das Spiel selbst, DSA, ist immer noch so als Meister mein Lieblingsrollenspiel. Ich würde natürlich auch andere Rollenspiele spielen. Ich versuche jetzt einfach, das Abenteuer rumzukriegen. Meine Spiele sind sowieso so irre, dass sie sowieso aus allem ein lustiges Abenteuer machen. Von daher, Spaß haben wir trotzdem. Und ich werde dann wahrscheinlich erstmal kurz den Meisterschirm vor mir abgeben. Und einen der Spieler zum Meister ernennen. Der möchte nämlich ein Horrorabenteuer spielen. Ein DSA 5 Abenteuer. Ich spiele ja DSA 4. Meistere ja DSA 4. So, ich guck mal eben schnell hier. Das reicht ja locker aus. DSA 4. Und von daher. So, das müsste jetzt blau sein. Von daher. So ruckelt hier alles. So, ist wahrscheinlich in der Aufnahme gerade genauso, wie das ruckelt. Tut mir leid. Da ist irgendwie was. Es ist interessant, das ist. Wahrscheinlich hat sogar der GameCube geruckelt. Weil hier auf dem Rechner, der aufnimmt, ist nichts passiert in der Zeit. Nun gut, wir haben jetzt alle drei Symbole kaputt gemacht. Gucken wir mal, ne? Wir können jetzt hier so im Kreis laufen. Dann schauen wir mal, gehen wir mal wieder zurück. Ist das jetzt zurück oder? Nein, genau, das ist jetzt da, wo wir hergekommen sind. Ja, hier. Also hergekommen im Sinne von, wo alles losging. Da ist auch gerade ein Gegner geplättet worden. Erst das mittlere, dann das. Wow. Okay, das war. Ich würde es ja mal Glück nennen. Ich guck mal, ich glaube, ich kann hier nicht speichern, weil ja genau, die Finsternis naht. So, das hier wäre jetzt quasi der Weg zurück, ne, zurück, wo wir herkommen, zurück nach oben oder unten. Ich glaube, wir kommen von oben. Das sollte eigentlich immer weiter runter gehen in den Palast. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Von daher, so. Die hier drumherum, die sind gemeinerweise. Jetzt habe ich es doch aktiviert und bin voll reingerannt. Ah, schon durchgerannt, so. Das resettet sich ja sowieso. Also hier waren wir. Hier waren wir schon. Hier haben wir das Geschmeide der Statue schon abgenommen. Ich gehe jetzt nochmal her und drücke jetzt nochmal diesen Knopf. Das bringt es. Ist aber scheinbar zeitlich begrenzt. So, hier kann ich jetzt nichts dagegen tun, dass was passiert. So. Und dann hier. So, hier sind Pfeilschusslöcher. Und hier sind wir also jetzt an diesem Loch. Was gerade groß genug ist, dass ein Hund hindurchpassen dürfte. Nun ist es so. Wenn ich mich nicht irre, könnten wir jetzt auch einfach weiter. Wir könnten jetzt einfach das Spiel abschließen, ohne das hier zu machen. Und dann würden wir einen Bonus nicht kriegen. Ich will den aber haben. Das sind die. Ich. Sprüche, haben wir die Rune dafür schon? Nein, wir brauchen diese Rune hier. Das heißt, wir müssen tatsächlich doch noch weiter. Und dann nochmal zurück. Gut, dann. Tut das mir sorry, aber das ist nicht schlimm. Wir haben die Halskette und sind jetzt quasi. Jetzt haben wir alles aktiviert. So. Würde ich mal sagen, wir müssen nämlich zu diesem Brunnen, wo die Säure kam. Den Schalter wollen wir noch nicht betätigen und diese verschmutzte Halskette reinlegen. Denn dann frisst die Säure. Ich nehme mal an, dass es Königswasser ist oder sowas. Die frisst dann das Metall weg. Oder den Dreck eher gesagt weg. Hier steht stark genug, um Metall aufzulösen. Und wenn man schaut, es ist Gold. Und Gold ist, glaube ich, so das Metall, was am wenigsten mit Säure reagiert. So, dann schalten wir hier mal das Geruschpel ab. Kann natürlich sein, dass das einfach nur. Ah, ich kann mir vorstellen, was das ist. Das schaltet jetzt wahrscheinlich zeitweise die Fallen hier im Raum, oder? Ja, genau. Wir haben einfach nur die Fallen in dem Gang aufgehalten für ein Zeitchen. So, wir haben also die goldene so, Dings, die können wir jetzt hier dranhängen. Und dann geht die Tür auf. Wie immer, das sollte man schon hier schon kennen. So. Ich heile mich nochmal.
sozusagen einfach. Und ich möchte gucken, dass ich irgendwo speichern kann, bitte. Natürlich sind hier noch Gegner, also kann ich es nicht. Was haben wir denn für Gegner? Schlurfende Zombies in Rot. Okay. Und dann haben wir einfach drauf. Jetzt hätte ich natürlich auch schön so die Arme angreifen können. Los, weil er merkt, da ist niemand. Ich hau ständig auf die Wand. Dann machen wir erstmal den Finalschlag hier vorne. Der kommt gleich wieder zurück, sobald er seinen Kopf wieder gefunden hat. Da ist was Größeres. Weg hier. Der will nämlich jetzt raus von uns. Da unten ist ein großes Vieh und da sieht man schon, das macht einen dicken Fernkampfangriff. Naja, gut, so viel Schaden macht er nicht. Aber das ist eben das, was die sagen. Gehe ich jetzt her. Das große Vieh kriegt die Schrotflinte um die drei Augen. So, jetzt hat es keine Augen mehr. Dann sollte ich jetzt auch hier... Nein, da ist noch eins. Das erste Auge hat nicht... Die wachsen, glaube ich, auch wieder nach oder sowas. Wenn man das Vieh nicht zeitgemäß platt macht. Oder in der richtigen Zeit platt macht. So, irgendwie. So. Anschlag, das ist viel wichtiger. Weil vielleicht können wir ja jetzt endlich. Speichern möchte ich bitte nur mit voller Lebensenergie. Falls ich volles Mana brauche, kann ich das nach dem Laden immer noch aufladen und nochmal speichern. Ganz ehrlich. So. Ja, wir wollen speichern. Danke. So. Und dann geht das weiter nach unten in die Tiefen dieses Tempels. Und wir sind auf der Suche nach Mantarox Herz. Das haben wir hier, da ist nichts. Bevor unser Feind Pius Augustus es bekommt. Okay, wir sind hier wieder in einer fallengespickten Gang. Aber wie man sieht, ist es etwas fieser, weil man schlechter sieht. Und der Grund, warum man schlechter sieht, ist ganz einfach, ich habe die Fackel vergessen anzumachen. So. Ich habe die Dinger zwar gesehen, habe es aber nicht geschafft, ohne sie zu berühren, durchzulaufen eben. Aber, selbst gegenseitig bin ich. So. Den kriege ich auch noch. Dann machen wir noch die Finalschläge dazu. Eins, zwei, drei und vier. So. Und dann haben wir hier. Da war ich, glaube ich, zu schnell. Wir bürsten mal die Spinnweben weg. Und da finden wir noch einen. Genau, diese Rune brauchen wir auch. Die beiden Runen brauchen wir, um an dieser Wand vorbeizukommen. Und schauen wir mal hier, das müssten wir schon kennen. Das ist genau wieder ein Wandgemälde, was eine gottartige Entität zeigt. Das scrollen wir doch nochmal drüber. Das ist, glaube ich, aber eins von denen, die wir früher schon gesehen haben. Oh, warte, hier ist... Nee, den kann ich nicht final schlagen. Der steht später wieder auf. Und ich nehme an, wir kamen hier rein. Also gehen wir hier raus. Jetzt muss ich wieder dann, wenn ich durchgegangen bin, gucken, weil ich kann mir das nie merken. Wenn ich gekämpft habe, dann... Jawohl, das war richtig. So. Da stehen wir direkt vor der Platte. Hier sieht man jetzt mit Fackel die Platten viel, viel besser als bei den anderen Gängen. Weil die eben wirklich komplett anders aussehen. Ohne ist es einfach so dunkel, dass man die wirklich schwer sieht. Wie gesagt, im vorherigen Gang habe ich tatsächlich die Dinger gesehen und war zu doof dran vorbeizulaufen. Wäre ich jetzt eben hier auch beinahe gewesen, weil ich versucht hätte, mitten durchzulaufen. Schaut einfach außen rum. Hier ist jetzt die Mitte wahrscheinlich die bessere Option. Man sollte nur auch wirklich dann durchlaufen. Und das hier ist halbes Glück, weil das so eng ist. So.
Der brennt, glaube ich, nicht. Interessant, dass der uns jetzt erst bemerkt hat. Aber das ist nicht schlimm. Das macht auch nicht viel aus. Nehmen wir wieder die Fackel. Der hat keine Bandagen wie der Grüne, sondern hier ist es jetzt wurscht. Weil sobald wir den Raum verlassen, werden eh alle Fallen deaktiviert. Rote Zombies. Nicht schlimm. Solange sie so bleiben. Da kommt noch einer. Ja. Jawohl. Ich verstehe es echt nicht. Ich haue ständig gegen die Wand. Gegenseitig, weil die halt nichts mehr sehen können. So kann man auch die Zombies besiegen. Hey, ich kann ja, wenn ich kurz drücke, ich kann ja so, kann ich ja. Ah, so geht das. Ich hab das noch nie gemacht, ehrlich gesagt. So, zwei weniger. Machen wir das halt so, dauert das ein bisschen länger. Ja, bla bla, das gucken wir uns gleich hinten nochmal genauer an. Ich will den Finalschlag machen. Nein, den Finalschlag. Dann halt erstmal den Zombie. So, Finalschlag. Und Finalschlag. Man glaubt es nicht, oder? Finalschlag will ich machen. Da, jetzt steht er da, Finalschlag. Wir gucken uns das Gemälde gleich an, wenn die Zombies alle weg sind. So, jetzt aber. So, also hier haben wir. Ein restaurierungsbedürftiges Wandgemälde zeigt das Verhältnis. Ja, das hatten wir schon. Das Verhältnis mit der Kümmer zu einem Fruchtbarkeitsgott. Das ist genau das. Also, das sind genau die, die wir schon kennen. Ja. Da ist es jetzt nachgewiesen. Ich weiß wieder nicht, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, es geht immer nach rechts. Das heißt, wir sind aus dem gekommen und müssen in das hier rein. Wie gesagt, wenn es falsch ist, sehen wir es gleich. Zum einen an der Kamerafahrt, die dürfte richtig sein, genau, zum anderen an der Karte. So. Hatte einfach gedacht, dass ich, wenn ich da so halb gerade durchlaufe, dass es passt, aber es hat nicht gepasst. So, ja, das war eben auch wieder zu Shep gelaufen. Gut, mit Giftgas können wir noch vergleichsweise gut umgehen. Was haben wir hier? Eine Fackel, was haben wir hier? Hier ist jetzt ein Bereich, wo wir nicht anders können, außer die Falle zu aktivieren. So, und da können wir uns auch wieder heilen. Einmal und Nummer 2. Santec Turga. Ich vergesse immer, wie die erste Rune heißt. Verstehen akustisch kann ich ihn nicht. So, das sind die richtigen Zombies für meine Fackel. Genau die richtigen. Da. Da habe ich nicht richtig analysiert. Jetzt aber. Und ich kriege die. Ich glaube, das müsste Tier sein. Also beschwören. Nämlich lernen wir hier jetzt dann, wie wir Kreaturen beschwören können. Und das müssen wir machen, um dann in diesen kleinen Gang zu kommen. Ja, ich will vorher nochmal in einem Kreis gucken. Das Wandgemälde kennen wir schon. Vom letzten Durchspiel dieses Levels. Und dann können wir hier weiter. So. Jetzt sind wir so, dann einmal. Unvermeidlich. Da passiert aber nichts. Dann können wir hier nochmal durch. Unvermeidlich eine Falle aktivieren. Das ist glücklicherweise die Falle für, wenn man in die andere Richtung läuft. Und wie man sieht, ich sehe die Dinge auch so, aber es ist halt einfacher, ne, wenn die so leuchten. Jetzt haben wir hier
Keine Ahnung, wie ich das... Also ganz ehrlich, es gibt dann so Stellen, da kann ich einfach nur durchrennen und hoffen, dass ich es schaffe, weil ich irgendwie... Also auf solche Dings, wo man so ein mehrstufiges Pattern schaffen muss, das kriege ich nicht hin. Du konntest ja in der Mitte nicht mehr stehen bleiben, weil ja sofort die Dinge in der Mitte gekommen sind. Wand habe ich da, auf nach Boden habe ich das Gefühl. Naja, wurscht. Soll er doch. Ja. Ist das hier ein Kriegen? Das können sie gar nicht. So. Ah, weg ist der Kopf. Finalschlag, ein bisschen Sanity zurückholen. Und da sieht man schon, der ist nicht in der Lage, irgendwie was zu machen, sobald er seinen Kopf verloren hat. Der steht einfach nur oben. Weil die sehr selten angreifen dann. Also sehr wenig angreifen. Hey, hallo. So, da holen wir uns die Sanity gerade wieder zurück. Blauen Zombies. So. Dann haben wir hier wieder ein Dings, ein Wandgemälde, aber viel interessanter ist der Zauberspruch. Und das ist der Spruch Trapper. So, dann wurde schon entdeckt. Wir haben schon alle Runen. Jetzt können wir Trapper beschwören. Gucken wir uns eben nochmal schnell hier an. Sprich diese Magie, genau. Sprich diese Magie und eine Kreatur wird heraufbeschworen, der Trapper. Für Trapper haben Raum und Zeit keine Schranken. Objekte und Kreaturen rufen sie auf ihre Ebene. Ja, das sind diese kleinen Viecher, die wir immer abschießen, weil sonst uns wegteleportieren. Und den kann ich jetzt selbst beschwören. So, dann gucken wir eben mal hier rein. Was sagt die Lebensenergie? Heilen wir noch einmal und speichern dann. Speichern dann. So. Und dann würde ich sagen, geht's auch weiter. Und zwar wieder gerade wieder zurück, tatsächlich. Das heißt, wir gehen jetzt nicht hier weiter nach Norden, sondern wir wollen wieder zurück, weil wenn wir weiter nach Norden gehen, kommen wir dahin, wo wir hin sollen. Und dann können wir das Spiel schon beenden. Und kriegen den Bonus nicht. Das ist was ich ganz fest in Erinnerung habe eigentlich, dass man diesen Bonus verpassen, dass man das verpassen kann. Die letzte Ausrichtung, nämlich wir kriegen da die Mantarok-Rune, mit der wir dann zum Beispiel beim Heilzauber einfach alles heilen. Okay, jetzt zurück ist es kein Problem. Ja, das war jetzt auch wurscht. Ja, natürlich bin ich da auch noch drüber, ist ja klar. Einmal überall. So, hier die Pfeile scheinen leer zu sein. Da scheinen keine Pfeile mehr drin zu sein in den Pfeilfallen. Okay. Das aktiviert sich nicht. Ah, das hat die Pfeile aktiviert. Okay. Ja, manche von den Platten sind quasi gedacht, wenn man in die eine Richtung geht. Die anderen sind, wenn man in die andere Richtung geht. Übrigens finde ich es auch sehr schön, wie das hier alles überwuchert ist. Läuft natürlich voll in die falsche Richtung hier. Kann ich einmal im Kreis im Raum laufen. Naja. Aber man sieht jetzt allein dadurch, dass wir auf die Kamera zulaufen, und ja, das ist natürlich Absicht, dass man jetzt wenig sehen kann, weil wir auf die Kamera zulaufen, sehen wir daran, dass wir jetzt quasi wieder zurückgehen. So. Und zwar zurück, wie gesagt, zu der Stelle mit dem Loch in der Wand. Na komm, hier können wir jetzt hier lang laufen. So, und dann hier rum. So, und jetzt ist es eigentlich wurscht. So. Dann gehe ich diesmal direkt nach links. Jetzt
dreht sich die Kamera direkt für uns. Wie freundlich. So, so dass wir in die Tiefe des Bildschirms hineinlaufen. So, einmal so, einmal so. Das können wir hier umgehen. Und dann haben wir hier noch eine und da noch eine. Und schon sind wir durch. So, das lief doch ziemlich gut. Vorbei am Gesicht mit brennenden Augen und Mund. Und da muss ich jetzt etwas langsamer machen. Wie man sieht, das geht. Aber aus meiner Sicht ist das so pixelgenaues Glück, dass das geht. Okay, das war jetzt blöd, ehrlich gesagt, dass ich da reingelaufen bin. Aber egal. Wie man auch sieht, das zieht einem jetzt nicht alle Lebensenergie auf einmal ab. Aber hier wollen wir hin. Ja, wenn man guckt, wir wollen gerade wieder zurück. Und dann reden wir mal die Treppe hoch. So. Einmal Treppe hoch. Da geraten wir schon langsam aus der Puste, aber wir sind eben auch schon eine ganz lange Treppe hochgerannt. So, jetzt gucke ich eben schnell, das ist im Süden, das heißt, wir müssen nach links abbiegen und links ist in die Tiefe des Bildschirms hinein. So. Damit aktivieren wir eben mal die Fallen. Ich habe das nie kapiert, was das ist, bis jetzt bei diesem Durchspielen, ehrlich gesagt. Ich dachte immer, man muss alle von diesen Fallen, von diesen Platten drücken, um weiterzukommen. Ich habe es einfach gemacht. Ich versuche trotzdem, den Bodenplatten zu entgehen. Ja, das hat doch nicht ganz funktioniert mit dem Fall. Wahrscheinlich deaktiviert es die Fallen nur an einer bestimmten Stelle. So, hier kann, wie gesagt, die Kreatur in der Größe eines Hundes durch. Und die werden wir jetzt gleich beschwören. Aber vorher beende ich die Aufnahme. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, miau.